Am kommenden Wochenende beginnen im Ländle die Ferien. Viele Vorarlberger werden wieder mit ihrem Auto in den Süden aufbrechen, in den Urlaub fahren. Bei mir ist Jürgen Wagner vom ÖMTC. Erwarten Sie für dieses Wochenende größere Staus und Behinderungen auf den Wegen in den Süden? Der Weg in den Süden wird mit Staus begleitet sein. Wir glauben aber, dass die Autofahrer im Vorarlberg hier nicht mit den großen Massen aus Deutschland zusammentreffen in den ersten Urlaubstagen. Das wird etwas später sein. Das heißt, die neuralgischen Punkte im Bereich Ambergtunnel oder am Pfändertunnel, hier wird es noch nicht so stauen. Der Vorarlberger Urlauber in Richtung Süden wird auf der A2 und auf der A13 in der Schweiz auf die klassischen Staustellen treffen, nämlich Kurbelinzona. Hier wird es ordentlich Verkehr geben, da kann es zu Staus kommen, aber ich glaube auch hier, wenn man etwas antizyklisch fährt, also früh fährt oder nicht am Samstag fährt, dann wird es absolut problemlos ablaufen. Vorarlberger, die in Richtung Kroatien aufbrechen, müssen Sie am Tauerntunnel mit Staus rechnen? Das glauben wir schon. Hier wird der deutsche Urlauber auf die Urlauber aus Vorarlberg und auch den Rest von Österreich treffen. Die Schüler im Osten haben ja schon eine Woche Ferien. Das heißt, hier wird ganz schön was los sein auf der A10. Es wird aber auch die Pyrenstrecke hundertprozentig nicht einfach sein. Auch Richtung Venetien, also der Brenner, wird ordentlich Verkehr aufweisen. Jetzt wollen viele Vorarlberger dem Regen, dem Dauerregen hier im Ländle entfliehen. Im Osten Österreichs führt aber genau dieser Dauerregen zu Behinderungen. Ja, in weiterer Folge eben nicht nur auf der A10 der Verkehrsstau, sondern es wird dieses Wochenende besser sein, wenn man den Osten meidet, weil die haben momentan zu tun mit ihren Hochwassern. Das kann durchaus zu Straßensperren, zu weiteren Straßensperren um St. Pölten kommen, auch schon in der Gegend Kirchberg an der Krems, das ganze Gebiet um die Yps und an der Donau sowieso in der Wachau. Hier hat man momentan als Urlauber sehr schwer durchzukommen, nicht eben wegen dem Verkehr, sondern wegen der Straßensperren, wegen der Vermurungen und der Überschwemmungen. Und noch ein Tipp, nicht am Sonntagnachmittag zurückfahren, weil das kann speziell am San Bernardino heißen, 4 Stunden im Stau.